bin Gründungsmitglied und Vorsitzender des Vereins. Ich habe schon während der Schulzeit die Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert und auch in diesem Bereich meinen Zivildienst gemacht und später mit dieser Tätigkeit mein Studium der Betriebswirtschaft finanziert. Dabei habe ich ein gewisses Organisationsgeschick bewiesen und hatte viel Freude daran, Situationen schnell zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und diese schnell umzusetzen. Und das war der Impuls für das Studium der Betriebswirtschaft. Als ich 1994 meine Diplomarbeit beim Malteser Auslandsdienst schreiben wollte, manifestierte sich dann die Ruanda-Krise, in die ich von Anfang an sehr stark eingebunden wurde. Und hier lernte ich schnell, wie wichtig eine reibungslose Logistik für das Gelingen von Projekten ist. Und seitdem schlägt mein Herz für diesen Fachbereich. Ich habe mein halbes Leben lang weltweit logistische Netzwerke aufgebaut und gesteuert und dafür Sorge getragen, dass Millionen von Gütern zur richtigen Zeit am richtigen Ort angeliefert wurden. Nun bringe ich dieses logistische Know-how und die Digitalisierung in den sozialen Bereich ein und baue zusammen mit unseren Pflegefachkräften und vielen, vielen geschulten ehrenamtlichen Helfern ein soziales Unterstützungsnetzwerk auf, aus dem hilfsbedürftige Senioren und pflegende Angehörige innerhalb kürzester Zeit die Hilfe bekommen, die sie gerade benötigen. Logistiker sind ja Versorger. Im Jahr 2014 haben sich meine damaligen Kollegen und ich das erste Mal mit den dramatischen Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Versorgung von hilfebedürftigen Senioren auseinandergesetzt. Wir müssen davon ausgehen, dass im Jahr 2030 jeder siebte Bürger auf Unterstützung im Alltag angewiesen sein wird. Und das bei 500.000 fehlenden Pflegefachkräften, so die Prognose der Friedrich-Ebert-Stiftung. Uns war sehr schnell klar, dass wir mit logistischen Ansätzen und einer schlauen IT einen signifikanten Beitrag zur Lösung dieser großen gesellschaftlichen Herausforderung leisten können. Wir haben aktuell 3,9 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Lediglich 20% davon werden ambulant versorgt. Und von den restlichen 3 Millionen bekommen lediglich ein Viertel Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Die Last der Pflege liegt also auf den Schultern der pflegenden Angehörigen, die diese Tätigkeit nie gelernt haben, sie aber dennoch mit wahnsinnig viel Hingabe und Liebe ausüben. Und diese Menschen möchten wir unterstützen. Unsere Fachstelle für pflegende Angehörige berät rund um das Thema Pflege, hilft bei der Organisation der Pflegesituation und steht Angehörigen während der gesamten Pflegezeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere ehrenamtlichen Alltagsbegleiter entlasten die Angehörigen, sodass diese einmal Zeit für sich selbst oder für Erledigungen haben. Wir können die auf uns zukommende prekäre Versorgungssituation nur lösen, wenn die Gesellschaft wieder enger zusammenwächst und sich gegenseitig unterstützt. Wenn sich jeder nur mit den Tätigkeiten einbringt, die er gerne macht, in den Zeitfenstern, die in den Wochenplan passen und in dem geografischen Wunschgebiet liegen, so erleben wir eine sehr hohe Bereitschaft für soziales Engagement. Natürlich müssen diese Helfer durch Fachkräfte geschult und angeleitet werden. Mit unserem Konzept wird Helfen nicht zur Belastung, sondern zur wahren Freude. Unser Netzwerk leistet mit nur 2,5 Pflegefachkräften und 300 geschulten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 1.800 Einsatzstunden im Monat. Das entspricht dem Pensum von 13 Vollzeitstellen. Oder anders ausgedrückt, durch die vielen ehrenamtlichen Helfer haben unsere Fachkräfte einen Hebel von 1 zu 5. Das heißt, dass wir einen signifikanten Beitrag zur Lösung des aufkommenden Versorgungsproblems leisten können. Und das liegt mir am Herzen. Natürlich hat jeder Bürger seinen persönlichen Rucksack zu tragen. Ich finde es aber immer wieder beeindruckend, wie viel Kraft und Lebensfreude gerade die Menschen versprühen, die eine wesentlich schwerere Last zu tragen haben. Auch erhalten wir eine enorme Wertschätzung durch die Hilfebedürftigen oder deren Angehörige. Wenn wir von Hilfebedürftigen hören, dass eine Helferin ein Geschenk Gottes ist und von Angehörigen, dass sie sich äußerst privilegiert vorkommen, weil sie so viel Unterstützung durch unseren Verein erhalten,
So ist das doch der schönste Beruf auf Erden. Ich finde es faszinierend, mit wie viel Herzblut sich unsere Helferinnen und Helfer für hilfebedürftige Senioren und pflegende Angehörige einsetzen und mit welcher Freude sie diese Tätigkeit ausüben.